Hartwald TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz vor dem Start in die Rückrunde und unserem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Das Hinspiel hier am Hartwald 2:2 durch ein unglückliches Eigentor quasi in letzter Minute. Und jetzt fahren wir nach Düsseldorf und schauen mal, was wir mitnehmen können. Aber wir beginnen selbstverständlich wie immer mit Ihren Fragen. Bitte schön. Ja, es ist Gott sei Dank in der Tat so, dass wir nur auf den Max Jansen und auch auf den Tim Kister verzichten müssen. Der eine ist ja gesperrt und der andere ist nach wie vor noch verletzt. Aber ansonsten haben wir alle Mann an Bord. Ja, also unser Plan steht schon fest. Wir haben uns natürlich auch intensiv mit Fortuna beschäftigt. Wir wissen, was auf uns zukommt am Freitagabend in Düsseldorf. Und hoffen und werden auch alles dafür geben, dass wir das Spiel in Düsseldorf so gut es geht zu bestreiten und mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Wie erwarten Sie Fortuna Düsseldorf spielerisch? Ja, Fortuna Düsseldorf ist eine abgezockte Mannschaft, eine robuste Mannschaft, zweikampfstarke Mannschaft, eine disziplinierte Mannschaft, die auch einfachen Fußball pflegt. Und insofern müssen wir natürlich wieder 90 Minuten alles abrufen, was in uns steckt, um dort erfolgreich das Spiel gestalten zu können. Welche Lehren konnten Sie aus dem Spiel ziehen? Ach, das ist schon so lange her, da kann man keine Vergleiche ziehen. Jedes Spiel ist auf seine eigene Art und Weise wieder ein neues Spiel. Und insofern vergleiche ich auch jetzt das Spiel mit der Hinrunde nicht, weil auch die Spiele in der Rückrunde nicht mit den Spielen in der Hinrunde vergleichen. Es wird anders sein. Düsseldorf hat sich, denke ich, auch weiterentwickelt und ich denke, wir haben uns auch weiterentwickelt. Insofern ist es ein neues Spiel und es geht bei 0-0 los und da werden wir schauen und alles dafür tun, dass wir das Spiel gewinnen. Das ist eine Option, wie auch andere Spieler eine Option sind und ich werde weiterhin auch jetzt nicht öffentlich über irgendwelche Namen spekulieren. Wir müssen das Gesamte betrachten und dann werden wir uns hoffentlich für eine Formation entscheiden, wo uns erfolgsversprechend ist. Ja, Benne wird definitiv dabei sein, das kann ich schon voraussagen. Und bei dem Jungen muss man auch die Sache ein bisschen in der Relation sehen. Im Sommer war ja die komplette Vorbereitung nicht da aufgrund seiner U19-EM. Hier am Hartwald-Trainerwechsel und das war auch für ihn nicht einfach und auch er muss man dem Jungen auch mal Zeit geben, dass er sich im Profifußball in der zweiten Liga etablieren kann, ohne den Jungen jetzt mit irgendwelchen Forderungen zu überstürzen, aber er ist ein zuverlässiger Spieler, ein guter Spieler, der seinen Weg mit Sicherheit im Profifußball in Zukunft gehen wird, aber das sieht man auch bei einigen Spielern, das geht eben halt nicht von heute auf morgen, manchmal braucht man auch mal so eine Phase, wo man die überbrücken muss. Und ich hoffe, dass der Benne das durchzieht und auch durchhält und dann schauen wir, was am Ende rauskommt. Ja, ich verstehe auch die Intention vom Benne, dass er natürlich mehr spielen möchte, mehr spielen will. Aber das, was ich in der Hinrunde ihm gesagt habe, kann ich auch heute nochmal sagen, ich kann keinem Spieler Einsatzzeiten garantieren. Ich bin eine reagierende Kraft hier und die Spieler müssen agieren. Und dann kann ich dementsprechend reagieren. Und es ist normal, dass man sich nach so einem Spieler umschaut, der in der Innenverteidigerposition, aber auch Außenverteidigerposition spielt. Und insofern weiß ich auch, dass der Benne die Intention hat. Aber ich bin hier Trainer von Sandhausen. Ich muss an das Gesamte denken, an die Mannschaft denken, an den Verein denken. Und im Fußball sollte man nichts ausschließen, es kann alles passieren und Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Insofern kann ich da auch nicht definitiv Nein sagen, aber auch nicht Ja sagen. Ist halt alles so schnelllebig und eins kann ich garantieren, ich werde weiterhin die Interessen der Mannschaft und Interesse der Verein weiter verfolgen und versuchen, das Bestmögliche daraus zu holen. Also nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nur eben halt die Geschichte mit dem Benne und dem KSC. Ansonsten bin ich über keine andere Sache informiert, also nicht, dass ich was wüsste. Es ist natürlich sehr schwer, die Vorbereitungsphase war natürlich auch verletzungsbedingt und krankheitsbedingt und auch witterungsbedingt nicht ideal, nicht optimal, das müssen wir so wissen.
Wir hatten eine optimale Phase im Trainingslager, das wiederum leider durch Krankheiten und Verletzungsprobleme auch nicht so optimal gelaufen ist. Der Anfang wird aufgrund der Spiele auch schon sehr schwer werden für uns, das wissen wir. Aber diese Herausforderung müssen wir uns als Mannschaft stellen und versuchen, das so gut es geht zu meistern. Wir hatten die erste Woche konnten wir aufgrund auch der Thematik mit den Hallenturnieren sowieso nicht mit der kompletten Mannschaft gemeinsam trainieren. Da müssen wir die Mannschaft auch in zwei Truppen teilen. Der eine haben sich ja noch mit der Halle beschäftigt und die andere Truppe. Wir waren einmal auf dem Kunstrasen, ansonsten haben wir hier in keinster Weise was benutzen können am Hartwald. Im Stadion zu trainieren, da ist auch immer wieder ein Kampf mit dem Platzwart. Aber das ist unsere einzigste Möglichkeit, weil wir da eine Rasenheizung haben. Und am Freitagabend, soweit ich weiß, spielen wir auch nicht auf dem Kunstrasen, sondern auf dem Rasen. Deswegen müssen wir uns auch, so gut es geht, auf die Bedingungen dort einstellen und vorbereiten. Also kurz gesagt, es war nicht ideal. Wir haben, glaube ich, wie gesagt, nur einmal auf dem Kunstrasen trainiert. Ansonsten waren wir eher im Fitnessstudio und die erste Woche war sowieso mit den Hallenmasters da noch ein bisschen Wettkampfpraxis. Ist halt so. Wir haben, denke ich, das Beste draus gemacht und hoffen, dass natürlich wir in Zukunft wieder auf unsere Rasenplätze drauf gehen können. Ja, hier, wir haben ja sowieso jetzt eine Einheit. Nein, wir waren am Montag im Fitnessstudio und gestern waren wir im Stadion drin und werden jetzt die Einheiten, wir haben ja noch, heute noch Training und morgen ist ja schon unser Abschlusstraining, werden wir natürlich die Einheiten im Stadion absolvieren und dann nach Düsseldorf fahren. Worauf haben Sie den Fokus gelegt in der Vorbereitung? Welche Schwächen haben Sie gearbeitet? Ja klar, wir arbeiten permanent an unseren Stärken und Schwächen und versuchen natürlich weiterhin permanent uns zu entwickeln. Einen bestimmten Fokus jetzt drauf gelegt zu haben, war nicht. Wir haben versucht in unseren Trainingseinheiten der Mannschaft implizit das einzutrichtern, was uns wichtig ist in den Einheiten, in den Übungsformen. Und insofern haben wir versucht, auf das Gesamte nochmal einen Wert drauf zu legen und hoffen, dass wir am Freitag um 18.30 Uhr dann auch topfit da sind und das Spiel erfolgreich gestalten können. Die Jungs haben durchweg gut trainiert, wenn wir trainieren konnten. Haben wie immer, so wie ich sie auch kenne, eine sehr gute Charakteristik auch an den Tag gelegt. Und haben alles gegeben, alles mitgezogen. Wir sind selbstbewusst und auch stark genug, um nach Düsseldorf fahren zu können und sagen zu können, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir werden weiterhin unseren mutigen, frechen Fußball versuchen zu spielen. Mit welchen Spielern wir da auftreten werden, das werde mir noch entscheiden. Ich glaube nicht, dass der Toni mit dieser Aussage die Aufstiegsränge gemeint hat. Grundsätzlich finde ich es schon positiv, dass Spieler und auch dass die Mannschaft selbstbewusst ist und auch an ihre eigenen Stärken glaubt und auch daran arbeitet. Aber ich denke, wir sind gut bereit, weiterhin bescheiden und demütig aufzutreten und dementsprechend auch unsere Arbeit zu absolvieren. Und wir sollten uns nicht irgendwie mit der großen Rückrundeprognose beschäftigen, uns einzig und allein mit dem Spiel jetzt in Düsseldorf beschäftigen. Das, was uns zählt, und dann schauen wir mal, was am Ende der Saison rauskommt. Ich habe ja vorhin den Kanchuri verpflichtet, ich bin mal angeklagt. Ja, denke ich auch, dass sie da ein bisschen noch Bedarf sehen gegen uns. Aber da müssen sie noch was anderes dazu holen, wenn sie bestehen wollen. Nur Caligiuri reicht nicht. Ich meine, die haben sowieso Lospech gehabt mit uns und jetzt da müssen sie schon noch ein bisschen investieren. Ja, die müssen schon investieren. Da wird immer wieder alles meiner Meinung nach übertrieben. Letztendlich, wenn die Runde anfängt, hat der Gegner immer die Möglichkeit, eine Woche vorher den Gegner zu beobachten und zu analysieren. Wichtig ist halt im Sport, auch im Fußball, dass man da ist, wenn es drauf ankommt. Und die Mannschaft ist heiß, sie ist gewillt, dass sie da auch ein Punkt da ist. Und wir werden auch, natürlich gibt es da die ein oder andere
Überlegung in unserem Plan, in unserem Spielplan für das Spiel in Düsseldorf. Aber das ist auch denn ihr gutes Recht, dass man sowas macht. Und wenn wir die Gelegenheit hätten, hätten wir es vielleicht auch mal gemacht, dass wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren. Aber das habe ich jetzt für diese Woche gegen Offenbach nicht für notwendig gesehen, weil ich eben halt schon im Vorfeld geahnt habe, was auf uns zukommen könnte. Und hoffentlich waren die da. Natürlich haben wir Fortuna Düsseldorf mehrmals beobachten lassen und uns Informationen reingeholt. Das wäre ja grob fahrlässig, wenn wir das nicht machen würden. Das ist ein Teil unserer Spielvorbereitung, dass wir uns intensiv mit dem Gegner beschäftigen, ihre Stärken und Schwächen auch analysieren und versuchen, durch unsere eigenen Stärken und Schwächen das Spiel so zu gestalten, dass wir am Ende, wenn der Schiri abpfeift, die Lachenden sind. Aber man muss auch vor der Truppe Düsseldorf einen großen Respekt haben. Ich denke, sie haben sich auch in der Hinrunde sehr gut entwickelt und haben auch eine ordentliche Hinrunde gespielt. Dass das Spiel nicht einfach wird, das wissen wir. Aber trotzdem wollen wir auch gucken, dass wir uns so gut es geht aus dem Spiel rausklammern und eben halt auch so gut es geht unsere Stärken auf den Platz bringen und das Spiel mit 3 Punkten beenden. Das ist immer unser Motto, unser Credo und das wollen wir auch in Düsseldorf erreichen. Ob es uns das gelingt, bin kein Hellseher, aber dafür werden wir zumindest alles geben. No, ich hab ihn hier kennengelernt beim ersten Spiel und dann dann haben wir uns nochmal beim Trainerkongress in Wolfsburg nochmal kurz gesehen und das war's. Aber ansonsten habe ich jetzt nach Düsseldorf keine bestimmten Beziehungen. Gut, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, darf ich Sie noch darüber informieren, dass ein Fanbus nach Düsseldorf fahren wird, um möglichst gute Unterstützung unserer Mannschaft zu geben. Und dann schließen wir uns dem Optimismus des Trainers an und hoffen auf 3 Punkte. Bis demnächst. Dankeschön. Hartball TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.